Zum zweiten Fastensonntag begrüße ich Sie sehr herzlich aus unserer Pfarrkirche St. Bonifatius. Der Mittwoch der nächsten Woche, der 3. März, ist in diesem Jahr ein denkwürdiger Tag. Denn vor genau 1700 Jahren, am 3. März 321, hat der römische Kaiser Konstantin in einem Dekret festgelegt, dass am Tag der Sonne alle Richter, ebenso das Volk in den Städten, sowie die Ausübung der Künste und Handwerke ruhen soll. Mit diesem Erlass führte Kaiser Konstantin im römischen Weltreich die Sieben-Tage-Woche mit dem Sonntag als Ruhe- und Feiertag ein. 8 Jahre vorher war den Christen mit dem Toleranzedikt von Mailand nach der staatlichen Verfolgung und Unterdrückung die freie Religionsausübung ermöglicht worden. Mit der staatlichen Einsetzung des Sonntags war es ihnen nun möglich, am Tag der Sonne, dem Sonntag, der für sie mit dem Gedächtnis von Tod und Auferstehung Jesu verbunden ist, in der Öffentlichkeit zur Feier der Eucharistie zusammenzukommen. Der kaiserliche Erlass hat vor 1700 Jahren gewissermaßen den Sonntag geschaffen, der bis heute unsere Kultur und unseren Lebensrhythmus bestimmt und prägt. Der 3. März kann als denkwürdiges Datum in dieser Fastenzeit ein Anstoß sein, einmal über den Wert und die Bedeutung des Sonntags nachzudenken. Denn wie vieles andere, was unsere abendländische Kultur bestimmt und geprägt hat, ist auch der Sonntag seit langem ins Gerede gekommen. Sein Sinn und seine Bedeutung wird hinterfragt, nicht nur vor Gerichten und in Frage gestellt. Nicht zuletzt, weil viele keinen Bezug mehr haben zum christlichen Glauben und zur Kirche. Unter der Überschrift Sonntagskultur habe ich von Klaus Fellgut Gedanken gelesen, die meiner Meinung nach einen guten Anstoß geben können, über die gesamtgesellschaftliche, ja, ich möchte sagen, die humane Bedeutung des Sonntags nachzudenken. Sonntagskultur. Einfach mal nichts tun. Ausspannen und durchatmen. Keine Termine im Nacken. Den Tag genießen, an dem die Pflicht ein Fremdwort ist. Frei sein, die Freiheit und das Leben feiern, innerlich spüren, Gott sei Dank. Einfach mal nichts tun, ausspannen und durchatmen. Der Sonntag lässt bewusst werden, dass sich im Leben eben nicht alles um Arbeit und Leistung dreht. So wichtig diese mit aller Geschäftigkeit auch sein mögen, lädt der Sonntag ein zum Nichtstun, zum Innehalten, zum Abschalten, zum Ausspannen. Am Sonntag kann und darf der Kopf frei werden. Da wir heute in vielerlei Beziehung in einer Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft leben, die alles immer sofort und rund um die Uhr zur Verfügung haben will, sehen sich viele nach Zeiten der gemeinsamen Ruhe. Der Sonntag eröffnet den Raum dazu. Der Sonntag, ein Tag zum Durchatmen, zum Entschleunigen. An ihm kann man die wohltuende Kraft der Langsamkeit entdecken. Keine Termine im Nacken, den Tag genießen, an dem die Pflicht ein Fremdwort ist. Der Sonntag schafft Freiraum. Er befreit von den Zwängen, den Diktaten und Imperativen des Alltags. Da der Sonntag das alltägliche Getriebe, das werktägliche immer so weitermachen unterbricht, macht er aus Gewöhnlichem etwas Erstaunliches. Stellt Zeit für Konversation, Beschaulichkeit und Nachdenklichkeit, für Spiel, Sport, Feier und Kultur zur Verfügung. Der Sonntag ist der variabelste, der am wenigsten durch Verpflichtungen festgelegte Tag. Er erlaubt und ermöglicht es, sich nicht nur in der Welt zu bewegen, sondern auch auf sie zu blicken, sie anschauen zu können. Statt alltäglicher Pflicht eröffnet der Sonntag die Möglichkeit zur Kür. An ihn kann und darf man offline sein. Frei sein, die Freiheit und das Leben feiern.
In unserer Gesellschaft, in der Individualität und Individualismus stark betont werden, setzt der Sonntag als gemeinsamer Ruhe- und Feiertag einen Kontrapunkt. Er öffnet den Raum für Verbundenheit, Gemeinschaft, Gemeinwohl, Zusammenhalt, für Fest und Feier. Die gemeinsame freie Zeit am Sonntag eröffnet ungeahnte Möglichkeiten der Begegnung. Ob im Kreis der Familie, im Zusammensein mit Freunden, bei Fest und Feier, bei Sport und Erholung, bei der Feier des Gottesdienstes. Innerlich spüren, Gott sei Dank. Last but not least eröffnet der Sonntag die Möglichkeit, nach innen zu gehen, sich selbst und der Gegenwart Gottes bewusst zu werden. Nicht von ungefähr nennen wir Christen den Sonntag auch den Tag des Herrn. Dieser Tag ist Christus eigen, heißt es zum Beispiel in der ersten Strophe des Liedes 103 im Gotteslob, das den Sonntag zum Thema hat. Dieser Tag ist Christus eigen und das erste Morgenlicht will von seinem Leben zeugen, das die Todesnacht durchbricht. Die sonntägliche Feier des Gedächtnisses Jesu Christi kann uns, wie die Jünger Petrus, Jakobus und Johannes, von denen wir im Evangelium des zweiten Fastensonntags hören, nach innen führen und uns die Augen öffnen für Jesus Christus, für sein Licht, das die Todesnacht durchbricht. Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das, was die Stimme aus der Wolke den Jüngern auf dem Berg der Verklärung sagt, ist an diesem Sonntag in der Fastenzeit eine Einladung an uns, unsere Ohren und unser Herz für das zu öffnen, was der Herr uns sagen will. Die sonntägliche Feier des Gedächtnisses Jesu Christi kann uns in der Gemeinschaft mit ihm und untereinander stärken und erfahren lassen, dass er menschlich mit uns geht. Wenn wir sein Gedächtnis feiern, Untergang und Auferstehen, wird sich unsere Zeit erneuern, wird er menschlich mit uns gehen. Der 3. März 321, ein denkwürdiges Datum. Der Sonntag ist für uns Christen gut, aber nicht nur für uns. Er ist vielmehr für die Menschen überhaupt gut. Der Sonntag ist zutiefst menschlich. Jesus bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Christus, König und Erlöser, aus der leuchtenden Wolke rief die Stimme des Vaters, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus.
In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt, seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien ihnen Elia und mit ihm Mose und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und überschattete sie, und es erscholl eine Stimme aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Herr unser Gott, erleuchte uns mit dem Licht deiner Wahrheit. Lass uns immer suchen, was dir gefällt, und erhalte uns die Gesundheit des Leibes und der Seele durch Christus, unseren Herrn. So segne uns und die ganze Welt, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen lichterfüllten und lebensfrohen Sonntag. Bleiben Sie gesund und hoffnungsvoll.